Herzlich willkommen zum Corona-Lage-Update hier aus dem Kreishaus Leer. Für heute Montag, den 21. Juni 2021. Die Corona-Infektionszahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, nämlich gen 0. Wir haben noch 8 aktive Fälle im Landkreis Leer. Das ist sehr positiv. Die Inzidenz beträgt 2,3. Das ist insofern wichtig, weil das Land Niedersachsen heute eine neue Corona-Verordnung in Kraft hat treten lassen. Und hier ist eine Grenze von 10 eingezogen. Da wir drunter sind, werden jetzt neue Lockerungen im Landkreis Leer möglich. Und da ist es so, dass sich drinnen jetzt bis zu 25 Personen treffen können, draußen bis zu 50 Personen. Hier spielt es auch keine Rolle, aus welchen Haushalten die einzelnen Personen kommen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit inbegriffen und geimpfte Personen oder auch genesene Personen zählen auch nicht mit hinzu. Es gibt aber noch viele weitere Bereiche, wo Lockerungen deswegen stattfinden. Diese können sich in aller Ruhe anschauen bei uns auf der Internetseite www.landkreis-leer.de/coronavirus. Beim Impfen geht es bei den Zweitimpfungen voran. Es fehlt uns immer noch genügend Impfstoff für die Erstimpfung und da hoffen wir, dass dieser Mangel sich auch bald auflöst, damit wir weiter mit Volllast im Impfzentrum dann auch Erstimpfungen durchführen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dahin, Ihr Matthias Grote.